Ich komme zu Tagesordnungspunkt 38, Antrag der Fraktion der FDP betreffend eine Aktuelle Stunde. Regierung Bouffier unterstützt blaue Plakette und lässt Handwerker und Mittelstand im Stich. Erneut schwerer Eingriff in Eigentumsrechte. Drucksache 3871 aus 19. Und erster Redner ist Kollege Lenders, FDP-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Verkehrsministerkonferenz am 6. und 7. Oktober in Stuttgart hat den Vorstoß der Länder Baden-Württemberg, Bremen und Hessen für eine blaue Plakette gestoppt. Nur das Land Berlin konnte sich dem anschließen. Die deutliche Mehrheit hat dem widersprochen. Worum ging es da am Ende? Es ging darum, dass die Deutsche Umwelthilfe eine Definition der Berechtigten für eine blaue Plakette erstellt hat. Das ist auch bemerkenswert. Wäre alleine eine Aktuelle Stunde wert, sich einmal über die Deutsche Umwelthilfe zu unterhalten, meine Damen und Herren. Aber das, was es am Ende für die Verbraucher bedeuten würde, wenn es solche Pläne geben würde, meine Damen und Herren, das sind ja dann nicht nur die Dieselfahrzeuge, die davon betroffen sind. Das kommt in der Diskussion manchmal ein bisschen zu kurz. Fahrer von Benzinern mit Direkteinspeisung könnten auch erst ab einer Neuzulassung, vielleicht so September 15, eine hohe Sicherheit haben, dass sie diese Euro 6-Norm überhaupt erfüllen würden, meine Damen und Herren. Und was heißt das für die Bürgerinnen und Bürger? Das sind 13 Millionen Dieselfahrer und rund 3 Millionen ältere Benziner. Die würden quasi praktisch über Nacht ein Fahrverbot erleben, meine Damen und Herren. Das ist nichts anderes als kalte Enteignung. Ja, meine Damen und Herren, und das ist am Ende, Herr Boddenberg, alles von einem CDU-geführten Ministerpräsidenten. Der Ministerpräsident Volker Bouffier stellt sich ja ansonsten ja immer gerne vor den Mittelstand und vor das Handwerk und sagt immer, er wäre ein Freund davon. Aber gerade der Mittelstand wäre von solchen Maßnahmen massiv betroffen, weil die ihre Flotten überhaupt gar nicht so schnell umstellen könnten, wie sie dann am Ende in die Innenstädte nicht mehr reingehen können. Meine Damen und Herren, das ist ein unglaublicher Eingriff in das Eigentumsrecht, und das muss man hier einfach mal benennen dürfen. Und dann sind das ja gar nicht diese Fahrzeuge, die die größten Verschmutzer sind, sondern die größten Verursacher liegen im Grunde im Einflussbereich der öffentlichen Hand. Das sind nämlich die öffentlichen Busse, meine Damen und Herren. Und hier könnte ja vielleicht die Landesregierung unter der Führung von der CDU mit Hilfe der GRÜNEN einmal aktiv werden. Ich weiß, Sie haben da irgendein Programm aufgelegt, aber diese Flotte erst einmal umzustellen, na ja, das wäre ja mal alle Mühe wert. Und wenn wir uns dann auf die rechtliche Seite anschauen, Sie sind da auf einem sehr dünnen Eis. Es sind die ersten Verwaltungsrechtler wie Professor Hufen, der in Mainz gesagt hat, das ist die Verhältnismäßigkeit überhaupt nicht mehr gewährt. Es ist rechtlich wahrscheinlich überhaupt nicht zulässig, solch eine blaue Plakette einzuführen. Und, meine Damen und Herren, dann Umweltplakette, das haben wir ja schon eine ganze Weile. Dann schauen wir uns doch einmal an, was denn die Umweltzonen überhaupt bisher gebracht haben. Und da gibt es Untersuchungen vom Fraunhofer-Institut und es gibt auch andere Untersuchungen, europäische Forschungseinrichtungen, und die bescheinigen Ihnen eine nahezu vollständige Wirkungslosigkeit. Es gibt da Aussagen bei den Feinstaubplaketten, bei den Umweltzonen, meine Damen und Herren. Die Aussage ist, es bringt zwar nichts, aber es schadet auch nicht. Und folgedessen wird es auch nicht mehr abgeschafft. Die GRÜNEN, denen fällt ein, das dann immer auch noch zu verschärfen, meine Damen und Herren. Das ist nicht zielführend. Fahrverbote für viele Millionen Menschen, das ist einfach unfassbar. Das ist ein Eingriff in die Grundrechte, meine Damen und Herren, und es gefährdet am Ende auch den Mittelstand. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächste spricht Kollegin Dorn, Bündnis 90 Die Grünen.
Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren! Wir haben ein Thema mit politischem Zündstoff. Es betrifft direkt die Menschen, zum einen das tägliche Autofahren, zum anderen die Gesundheit der Menschen. Deswegen hat die FDP heute wieder ordentlich gezündelt. Ich würde gerne einmal zurück zu den Fakten kommen. Sie haben, sehr geehrter Herr Lenders, kein Wort darüber gesagt, dass die Grenzwerte für Stickstoffdioxid verbindlich sind und dass sie seit dem letzten Jahr gelten, diese Höchstwerte. Sie haben kein Wort dazu gesagt, dass es in vielen hessischen Städten Überschreitungen gibt dieser Grenzwerte gibt. Sie haben auch nichts zu den Gesundheitsgefahren gesagt. Sie haben nichts dazu gesagt zu der komplexen juristischen Lage, dass ein Vertragsverletzungsverfahren der EU gegen Deutschland geführt wird. Sie haben auch nichts dazu gesagt, dass viele Prozesse gegen Bundesländer und Kommunen verloren worden sind, fast alle. Und Sie haben auch nichts dazu gesagt, dass bei Umweltzonen schon jetzt ganz viele Ausnahmen gelten für sensible Gruppen und für bestimmte Fahrzeugtypen. Es ist populistisch, Herr Lenders, all diese Fakten einfach immer wieder nicht zu nennen. In der letzten Landesregierung hat Umweltministerin Puttrich immer wieder versucht, Umweltzonen einzurichten. Die FDP hat sie blockiert. Fast hätten wir wegen Darmstadt und Wiesbaden Zwangsgelder zahlen müssen. Glücklicherweise kam der Regierungswechsel noch rechtzeitig. Wir konnten sozusagen diese Blockade auflösen. Dadurch sind wir von Zwangsgeldern verschont geblieben. Aber was es uns gekostet hat, Herr Kollege Rentsch, Ihre Politik ist kostbare Zeit, die verloren gegangen ist. Und leider ist auch das, was ich von den LINKEN bisher in der Öffentlichkeit vernommen habe, immer sehr wenige Fakten genannt worden. Es wird immer wieder gesagt, wir würden gar nichts tun. Das stimmt nicht. Ich habe gerade die Umweltzonen benannt. Wir machen eine Menge für den ÖPNV. Herr Kollege Lenders, was Sie sagen, Busse umrüsten, das machen wir längst. Das reicht aber leider nicht, um die Belastung in den Griff zu bekommen. Wir fördern die Nahmobilität. Wir haben schon eine Menge für die Luftreinhaltung erreicht. Und bei der Umweltzone, Herr Kollege Lenders, haben wir natürlich beim Feinstaub es geschafft, dass endlich die Grenzwerte eingehalten werden. Das, was Sie sagen, stimmt einfach nicht. Und Herr Kollege Lenders, wir müssen jetzt die Frage von Stickstoffdioxid müssen wir in den Griff bekommen. Sie haben keinen einzigen Vorschlag gemacht, wie wir wirksam dieses Problem in den Griff bekommen könnten. Und das ist der Unterschied zu uns als Koalition, weil wir überlegen uns genau, was ist wirksam und was ist gleichzeitig verhältnismäßig. Wir brauchen Lösungen, die müssen der Gesundheit gerecht werden, die müssen der Umwelt gerecht werden und die müssen verhältnismäßig sein. Weil uns ist klar, dieses Glas braucht einen gewissen Druck zur Veränderung, es braucht auch gleichzeitig die Akzeptanz. Und so verbinden wir als Koalition Ökologie und Ökonomie. So, wie ist jetzt der Hintergrund zu dieser blauen Plakette? Die Hauptursache von Stickstoffdioxid sind nun einmal die Dieselfahrzeuge. Das zeigen alle Statistiken, Herr Lenders. Und die blaue Plakette soll jetzt die sauberen Diesel von denen unterscheiden, die einen zu hohen Schadstoffausstoß haben. Ich glaube auch, dass die blaue Plakette auch eine Chance sein kann, eine Chance für einen Imageverlust, den gerade die Diesel-Pkw erleiden durch die VW-Affäre. Es gibt die sauberen Diesel, die können auch eine Übergangstechnologie bilden, eine schadstoffärmere. Das ist möglich, aber nur dann, wenn zum einen die Abgaswerte auch den realen Betrieb widerspiegeln und zum anderen, wenn wir endlich zur Euro-6-Norm kommen. Und deswegen glaube ich, wir müssen auch die Chancen ergreifen für die Automobilindustrie und wir haben hier eine Chance, zu klimafreundlichen Mobilität zu kommen, wenn wir es gescheit machen. Ich wüsste wirklich gerne einmal, sehr geehrte Kollegen der FDP, was jetzt eigentlich wirklich Ihre Alternative ist. Sie ignorieren diese Gerichtsurteile. Sie ignorieren, dass uns die Handlungsspielräume immer mehr eingeschränkt werden. Es ist im Raum generelle Fahrverbote für Dieselfahrzeuge. Das kann auch nicht in Ihrem Sinne sein. Und die blaue Plakette ist das mildere Mittel. Das wäre eine Chance, dass wir dem begegnen können. Wir wissen, dass bei diesem Thema natürlich die Art und Weise der Umsetzung ganz entscheidend ist. Wir haben mit den Umweltzonen ja auch eine Menge Erfahrung gesammelt. Auch bei den Umweltzonen, bei den vorherigen Stufen, war immer entscheidend, es muss eine Übergangsfrist geben, damit man sich darauf einstellen kann. Wir reden hier immer frühestens von 2020. Und in dem Antrag der Verkehrsminister, den Sie ja hier genannt haben, ist davon die Rede, dass 80% aller Pkw die Anforderungen erfüllen müssen. Auch das sollten Sie vielleicht einmal zur Wahrheit dazu sagen. Und der zweite Punkt ist die Ausnahmeregelung. Es gibt schon jetzt bei den Umweltzonen bundesweit Ausnahmeregelungen. Es gibt also für bestimmte Personengruppen, für bestimmte Fahrzeugtypen, beispielsweise Krankenwagen, verschiedene Arbeitsfahrzeuge usw.
Und es gibt noch einmal eigene hessische Ausnahmeregelungen. Natürlich muss man sich so etwas für die blaue Plakette dann entsprechend auch definieren. Das heißt, wir arbeiten an Lösungen. Wir wollen wirksame Lösungen haben. Und eine Sache möchte ich dazu noch einmal betonen. Wir brauchen dazu den Bund. Es ist ein bisschen absurd. Das Land zahlt am Ende, hat am Ende diese Zwangszahlungen zu leisten, wenn es so weitergeht. Aber Kollegin Dorn, Sie müssen bitte zum Schluss kommen. Mein letzter Satz, wir haben kaum eigene Möglichkeiten. Da muss der Bund in Verantwortung gehen, uns Möglichkeiten auch an die Hand geben. Und hier werden wir den Bund auch in die Verpflichtung nehmen. Vielen Dank. Vielen Dank. Als Nächster spricht Kollege Gremmels für die SPD-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nachdem wir nun zwei Vertreter von Partikularinteressen gehört haben, die FDP, die ausschließlich die Ökonomie im Blick hat, und die Grünen, die ausschließlich die Ökonomie, die Umwelt und die Ökologie im Blick hat, spricht jetzt jemand, der das vereint. Wir Sozialdemokratie stehen für einen Ausgleich von Umwelt- und Wirtschaftspolitik, meine sehr verehrten Damen und Herren, und das glaubwürdig über Jahrzehnte. Und das, was wir hier erlebt haben, das ist doch wieder ein klassisches Spiel, was Politik Verdrossenheit bei den Menschen erweckt. Wenn Herr Bouvier sich nach außen stellt und sagt, er kämpft gegen die blaue Plakette, seinem Koalitionspartner zugestellt ist, Macht im Bundesrat mit ihm für die blaue Plakette zu stimmen, weil er weiß, dass es eine Mehrheit dafür nicht gibt, ist das ein abgekatertes, billiges Spiel, was Sie betrieben haben, was Sie. Aber die GRÜNEN sind ja kein Stück besser. Es gab ja noch einen zweiten Bundesratsbeschluss vom 23. September. Da war es doch so, dass bis 2030 dass wir dort abgasfreie Pkw auf den Weg bringen wollen, also Elektrofahrzeuge. Übrigens, diesem Beschluss des Bundesrates hat Hessen nicht mitgestimmt, wenn man der Berichterstattung der FAZ Glauben schenken darf. Auch die GRÜNEN spielen hier ein doppeltes Spiel, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das muss an dieser Stelle auch einmal deutlich gesagt werden. Wir als SPD haben das Thema schon im Rahmen einer kleinen Anfrage vor drei Monaten besetzt. Und seitdem ist klar, in der Tat, dass die Abgaswerte von Stickstoffdioxid vollkommen in Hessen überschritten werden, an vielen Stellen. Übrigens der höchste Wert in Limburg gemessen. Ja, da ist der höchste Wert. Und Herr Minister, Sie sind doch Verkehrsminister, Herr Al-Wazir. Warum sorgen Sie denn nicht dafür, dass endlich einmal die Ortsumfahrung in Limburg schnell und zügig ausgebaut wird? Weil das das Beste ist für die Menschen in Limburg, wenn sozusagen der Lkw-Verkehr sozusagen um Limburg drumherum fährt. Da haben Sie es doch in der Hand. Übrigens ist es doch eine einmalige Chance. Wir haben zum ersten Mal eine grüne Umweltministerin und einen grünen Verkehrsminister. Es wäre doch ein wirklich tolles Zeichen, wenn Sie einmal die Verkehrswende mutig voranbringen können. In keinem anderen Land haben wir eine grüne Umweltministerin und einen grünen Verkehrsminister. Und still ruht der See. Sie machen doch in dem Bereich überhaupt nichts, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da läuft überhaupt nichts. Da läuft überhaupt nichts. Und wenn man schon sagt, man möchte in diesem Bereich Stickstoff, man will die Dieselfahrzeuge zurückführen, man will die Euro 6-Norm sozusagen auch im eigenen Fuhrpark umsetzen, dann gucken Sie sich doch einmal den Fuhrpark des Landes Hessen an. 25% der Fahrzeuge des Landes Hessen erreichen die Euro 6-Norm. 25%. Das heißt, 75% tun es eben nicht. Die sollten, wenn Sie es wenigstens einmal hier ernsthaft meinen, mit gutem Beispiel vorangehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und wenn man möchte, dass das Handwerk und der Mittelstand umrüstet, muss man entsprechende Förderprogramme auf den Weg legen. Nicht nur Verbote, sondern auch fördern, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und dann ist es doch wirklich lachhaft. Ach, Herr Boddenberg, das zeigt doch, wie ernst Sie das Thema nehmen. Aber 800.000 € Elektromobilitätsförderung sind doch einfach zu wenig, um die Verkehrswende in Hessen voranzubringen, Herr Al-Wazir. Da muss deutlich mehr gemacht werden. Da muss deutlich mehr gemacht werden. Und Sie dürfen doch den Handwerk, Herr Boddenberg, Sie dürfen doch das Handwerk nicht im Regen stehen lassen, gerade Sie als Metzgermeister. Ihre Kollegen, fragen Sie doch einfach einmal Ihre Kollegen, wie es ist mit dem Fuhrpark. Da haben nicht alle geleaste Fahrzeuge, die alle zwei Jahre ihr Fahrzeug austauschen können. Ich kenne Handwerksmeister, die sozusagen wirtschaftlich 10 Jahre auf ihr Fahrzeug angewiesen sind. Die haben Vertrauensschutz. Die müssen sich darauf verlassen können, dass sie ihre Fahrzeuge auch weiter nutzen können, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich habe einmal gedacht, dass Sie eine Mittelstandspartei sind, dass Sie sich dafür stark machen. Sie fallen doch Ihren Handwerkskollegen, Herr Boddenberg, in den Rücken. Beziehungsweise, um im Metzgerspruch zu bleiben, der Dolchstoß.
Sie stehen mit dem deutschen Metzger hinter Ihren Kollegen aus dem Handwerk, meine sehr verehrten Damen und Herren. Kollege Gremmels, gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Die CDU hat noch jede Zeit. Sie können das nachher noch selber verbraten. Ich sage Ihnen einmal ganz deutlich, wenn Sie es ernst meinen, gehen Sie mit gutem Vorbild voran. Auch das Handwerk braucht Planungssicherheit. Und deswegen machen Sie sinnvolle Vorschläge, fördern Sie ordentlich die Elektromobilität. Und ich sage Ihnen noch eins, das sage ich ziemlich deutlich, auch als Abgeordneter, dessen Wahlkreis der größte Autokonzern, nämlich Volkswagen, sein zweitgrößtes Werk hat. Herr El-Wazir, setzen Sie sich doch für ein, das meine ich jetzt ganz ernst und deutlich, dass der Elektromobilitätsantrieb weiterhin im Baunatal verbleibt und nicht nach Salzgitter abwandert. Ein Wirtschaftsminister muss für den Standort kämpfen, auch für den Standort Nordhessen, auch für Baunatal. Da erwarte ich von Ihnen Initiative. Das bringt mehr als so eine Pseudolösung wie die blaue Plakette, meine sehr verehrten Damen und Herren. Da erwarte ich Engagement von der Landesregierung. Danke schön. Vielen Dank. Als Nächstes spricht Kollegin Schott, Fraktion DIE LINKE. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Weil Diesel-Pkw zwar auf dem Papier und im Prüfstand sauber geworden sind, in der Realität allerdings nicht, gibt es gesundheitsschädliche Stickstoffdioxidbelastungen immer noch. Das haben wir den Autoherstellern zu verdanken, denen die Gesundheit der Menschen gleichgültig war und die die Käufer von Dieselfahrzeugen betrogen haben. Und jetzt bangen diese betrogenen Käuferinnen um die Erlaubnis, in Städten mit hoher Stickstoffdioxidbelastung fahren zu dürfen. Eine blaue Plakette, wie sie die hessische Umweltministerin fordert, zieht die Betrogenen zur Verantwortung und lässt die wahren Verursacher ungeschoren davonkommen. Die gesetzwidrigen Grenzübertretungen waren seit Langem bekannt. Bundesbehörden haben weggeschaut, die EU-Kommission wusste um das Problem. Auch die hessische Umweltministerin Priska Hinz wusste bereits lange vor Bekanntwerden des VW-Skandals, dass die Dieselautos die Grenzwerte nicht einhalten. Die Euro-6-Norm um durchschnittlich das Siebenfache übersteigen, wie Sie uns im August 2016 auf eine Kleine Anfrage antworteten. In Hessen sind Limburg, Darmstadt, Frankfurt, Wiesbaden die unrühmlichen Spitzenreiter. Gegen 6 weitere hessische Kommunen läuft ein Vertragsverletzungsverfahren der Europäischen Kommission. Ja, da muss etwas getan werden, Frau Dorn, da bin ich bei Ihnen. Als Armutszeugnis haben Sie selber aber in 2009 die Luftreinhaltung zuständigen, als Sie noch die für die Luftreinhaltung zuständige Abgeordnete der GRÜNEN waren, den Umstand genannt, dass Sie Hessen die EU-Grenzwerte eben nicht einhalten können. Jetzt, 7 Jahre her, und die GRÜNEN sind unterdessen in der Regierungsverantwortung. Und was haben Sie zustande gebracht? Die schwarz-grüne Landesregierung verklagt VW, aber nicht dafür, dass deren Dieselfahrzeuge den Menschen in den Städten das Atmen schwer machen und die Grenzwerte nicht einhalten. Nein, das Land verklagt VW dagegen wegen der ca. 4 Millionen € Verluste, die durch den Verfall der Aktien gekommen sind. Die Klage wegen der 4 Millionen € ist sicher wichtig für die Pensionskassen. Darüber will ich nicht streiten. Der Skandal ist aber, dass die Schwarz-Grün-VW eben nicht wegen fortgesetzter Gesundheitsschädigung verklagt und versucht, auch andere Konzerne für diese Dinge mithaftbar zu machen. Wobei ich mit dem Verklagen von den Konzernen auch meine Zweifel habe, wenn wir hinterher wieder überlegen müssen, wie wir die Arbeitsplätze retten. Das will ich mal in aller Deutlichkeit dazu sagen. Und was würden Sie jetzt tun? Aber es kommt noch besser. Anstelle, dass das Umweltministerium die geforderten Luftreinhaltepläne mit geeigneten Maßnahmen nachbessert, ist es damit beschäftigt, Klagen wegen Untätigkeit abzuwehren. Für Limburg läuft mittlerweile ein Zwangsvollstreckungsverfahren für saubere Luft gegen das Umweltministerium. Ich würde z.B. versuchen, darauf zu achten, dass dann, wenn Dinge überprüft werden, sie auch wirklich überprüft werden und nicht Pseudoprüfungen stattfinden, dabei von allen weggeguckt wird und die Politik sich wegduckt und den Deckel mit draufhält, sondern an den Stellen, wo die Probleme entstehen, gleich dagegen angegangen wird und nicht erst gewartet wird, bis die Skandale durch Dritte aufgedeckt werden. Ja, im Nachhinein vielleicht, aber nicht vorneweg. Das heißt, Sie haben weggeschaut bei den Dieselfahrzeugen.
Sie haben VW verklagt, aber nicht für die Gesundheit der Menschen. Und jetzt sollen noch die betrogenen Dieselfahrzeugnutzer herhalten, dafür das Ganze wieder in Ordnung zu bringen. Und sie lassen sich lieber verklagen, anstatt sinnvolle Maßnahmen für saubere Luft zu machen. Und da hatten wir es ja vorhin schon einmal von, was muss man denn tun an der Stelle? Man braucht eine gute Verkehrspolitik, Gesundheit und Klimaschutz ist dabei eben wirklich zu berücksichtigen. Und das heißt, man braucht eine andere Verkehrspolitik, die eben deutlich mehr Geld in die Förderung von Elektrofahrzeugen steckt, die deutlich besser den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs mit sich bringt, die darauf achtet, dass die Busse eben keine Dieselschleudern sind an der Stelle. Und genau das wäre der richtige Weg, da viel, viel mehr zu tun, zu gucken, dass wir von dieser hohen Belastung runterkommen. Es muss qualitativ und quantitativ ausgebaut werden. Und es muss so sein, dass es für die Menschen bezahlbar ist, am besten zum Nulltarif. Das wäre die Variante, dass viel mehr Menschen darauf umsteigen. Denken Sie über Ihr eigenes Fahrverhalten nach, wie sich das ermöglicht. Immer da, wo es guten öffentlichen Personennahverkehr gibt, da benutzen ihn Menschen auch. Überall da, wo man dreimal so lange braucht als mit dem Pkw, tun sie es eben nicht, oder da, wo es gar keinen gibt. Deshalb müssen wir einen Ausbau haben. Wir müssen ihn sowohl in der Anzahl in bereits dicht besiedelten Gebieten haben, als auch in der Fläche, wo es eben fast gar nichts mehr gibt. Damit schaffen wir dann etwas zur Luftreinhaltung, was wirklich Sinn ergibt. Kollegin Schott, kommen Sie bitte zum Schluss. Und an den Hinweis an die GRÜNEN, falls Sie vergessen haben sollten, weil ja eben auch noch einmal nachgefragt worden ist, wie man das macht, lesen Sie doch einmal in Ihren eigenen alten Wahlprogrammen. Da steht einiges Kluges dazu drin. Vielen Dank. Nächster Redner ist Kollege Caspar, CDU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Die FDP hat eine Aktuelle Stunde heute aufgerufen. Und dort heißt es im Titel Regierung Bouffier, unter anderem würde Handwerker und Mittelstand im Stich lassen. Es wäre ein erneuter, schwerer Eingriff in die Eigentumsrechte. Wenn das so ist, wäre das tatsächlich ein Unding, dann würde ich die Meinung der FDP teilen. Aber den Beweis dafür haben Sie hier nicht erbracht für diese Aussage. Denn man muss doch eins feststellen, diesen erneut schweren Eingriff in die Eigentumsrechte hat es doch gar nicht gegeben. Also, ich meine, wo sehen Sie das Problem? Und wenn Sie sagen, ja, Herr Rentsch, wenn Sie dann sagen, gescheitert sind, dann müssen Sie sich doch einmal angucken, wie war denn die Beschlusslage im Bundesrat? Im Gegensatz zu dem, was Herr Gremmels hier erzählt hat, dass es zwei Beschlüsse im Bundesrat gegeben hat, hat es eben gar nicht zwei gegeben. Es hat nur einen einzigen gegeben. Da ging es, und zwar am 23. September war der Beschluss, da ging es um das Thema emissionsfreie Fahrzeuge. Dieser Beschluss wurde tatsächlich im Bundesrat gefasst, aber nicht mit den Stimmen von Hessen. Also, das ist doch das Faktum. Und deswegen kann man so Aussagen in der Aktuellen Stunde machen, hat aber jetzt mit der Regierung von Hessen und dem Bundesratsverhalten dort überhaupt nichts zu tun. Und insoweit ist mir der Zusammenhang so nicht erklärlich. Worum geht es inhaltlich? Inhaltlich geht es darum, und da muss man sehen, dass an die FDP gerichtet, wenn Sie die Interessen von Mittelständlern vertreten und sagen, da geht es um Eingriffsrechte, dann ist das sicherlich gut so, dass Sie sich da engagieren. Aber es wäre natürlich genauso gut, zur Kenntnis zu nehmen, dass die gleichen Menschen auch großen Wert darauf legen, dass, wenn sie in Städten leben, sie nicht Gesundheitsgefährdungen ausgesetzt sind. Das sind die gleichen Menschen, die auch darauf Wert legen. Und deswegen muss man sehen, dass es nun einmal eine europäische Richtlinie gibt, die übrigens damals im großen Konsens über Parteigrenzen hinweg so unterstützt wurde und beschlossen wurde. Und dort ist es eben so, dass diese europäische Luftqualitätsrichtlinie strenge Grenzwerte für Feinstaub gibt, für Stickoxide, für Schwefeldioxid, für Kohlen
Kohlenstoffmonoxid, für Benzol und für Blei. Wir müssen sagen, es gab nicht nur die Richtlinie, sondern sie war auch sehr erfolgreich, weil wir konnten in vielen dieser Bereiche eine erhebliche Reduzierung der Belastungen der Schadstoffe erreichen. Unter anderem wurden gerade im Bereich der Feinstaubemissionen hier die Grenzwerte im Jahresmittel 2014 in ganz Deutschland eingehalten. Das war etwas, was vor einigen Jahren noch kaum denkbar war. Also insoweit, glaube ich, eine sehr erfolgreiche Richtlinie, die auch umgesetzt worden ist. Bei den Stickstoffoxiden, über die wir hier sprechen und die hier zur Diskussion stehen, muss man auch sehen, dass diese seit 1990 um etwa 56% reduziert werden konnten, also auch hier erfolgreich. Und das ist auch ein großer Konsens gewesen. Die EU hat ja eingeführt, dass Dieselfahrzeuge ab dem Jahr 2015 nur noch zugelassen werden und neu auf den Markt dürfen, wenn sie die Euro 6-Norm haben. Und die Euro 6-Norm bedeutet, dass sie dort pro Kilometer maximal 80 Milligramm im Gegensatz zu der früheren Norm mit 180 Milligramm pro gefahrenen Kilometer an Stickstoffoxiden ausstoßen dürfen. Also auch hier muss man sehen, dass in der Umsetzung der Dinge schon sehr viel getan worden ist und auch erfolgreich getan wird, um dieses zu realisieren, um diese Schadstoffbelastungen zu reduzieren. Also alles Maßnahmen, die bereits laufen, die auch hervorragend vorangebracht werden. Kollege Kaspar, gestatten Sie eine Zwischenfrage am Ende Ihrer Redezeit? Da ich nur noch 7 Sekunden habe, ist das nicht möglich. Sie sehen aber daran, die Maßnahmen greifen, die werden realisiert. Und sie dienen dazu, die Schadstoffbelastung zu reduzieren. Ob es hierfür das Mittel einer blauen Plakette ob das benötigt wird, hängt sicherlich davon ab, in welchem Maße, in welchem Umfang wir weiter Fortschritte in dem Bereich erzielen. Und insoweit müssen wir das in der nächsten Zeit entscheiden, ob es notwendig ist. Bisher ist es jedenfalls so, dass wir Kollege Kaspar, ich habe die Störung dazugegeben, aber Sie müssen jetzt zum Schluss kommen. Bisher ist es so, dass wir ohne dieses Instrument schon gut vorankommen, aber wir hoffen, dass wir bald die Grenzwerte in jeder Hinsicht, in jeder Stadt erzielen können. Vielen Dank. Vielen Dank. Das Wort hat Staatsminister Al-Wazir. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich finde, dass wir es hier mit einer sehr ernsthaften Debatte zu tun haben. Und genau das wollte ich gerade sagen. Die Debatte war aber bisher nicht so ernsthaft, wie die Lage eigentlich ist. Und ich will schon einmal darauf hinweisen, dass wir zwei sehr ernsthafte Probleme haben. Das erste ernsthafte Problem, das wir haben, ist, dass Menschen zu Recht Sorgen haben, wenn sie in den Innenstädten wohnen, ob die Atemluft, die sie tagtäglich einatmen, eigentlich ihre Gesundheit gefährdet. Und das zweite Problem, und das würde ich an dieser Stelle auch noch einmal ausdrücklich erwähnen, ist, dass zunehmend viele Menschen, und Sie wissen, wir haben in Deutschland einen sehr hohen Dieselanteil, Sorgen haben über die Frage, ob sie morgen eigentlich noch mit ihrem Auto fahren können. Sozusagen in dieser Situation sind wir gerade. Und ich finde, dass man das sozusagen an dieser Stelle Schritt für Schritt sozusagen sich betrachten muss und an dieser Stelle dann auch Lösungen finden muss, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich halte deswegen fest, und das hat leider kaum jemand hier in dieser Debatte bisher gesagt, wir haben immer noch eine zu hohe Schadstoffbelastung in den hessischen Innenstädten. Wir brauchen weitere Schritte zur Verbesserung der Luftqualität. Und was hier kaum erwähnt wurde, ist, das Land ist am Ende die staatliche Ebene, die verklagt wird, wenn es diese Grenzwerte nicht eingehalten werden. Und wir haben mehrfach an dieser Stelle von Gerichten als Land Hessen aufgetragen bekommen, eine Lösung zu finden für die immer noch
zu hohen Grenzwerte. Das müsste eigentlich unstreitig sein. Und das Zweite ist, das ist auch unstreitig, dass insbesondere der Dieselverkehr für die hohe Stickstoffdioxidbelastung in den Innenstädten verantwortlich ist. Und an dieser Stelle muss ich ausdrücklich sagen, steht das Land vor einem Dilemma. Die EU setzt aus guten Gründen Grenzwerte fest, die nicht überschritten werden sollen, weil es ansonsten gesundheitsgefährdend sein könnte. Der Bund setzt diese Grenzwerte dann um in bundesdeutsches Recht. Die Städte sollen Luftreinhaltepläne aufstellen. Und das Land wird am Ende verklagt, wenn die Grenzwerte nicht eingehalten werden. Aber wir haben teilweise gar nicht die Instrumente, die wir bräuchten, um dafür zu sorgen, dass solche Grenzwerte auch eingehalten werden können. Und Herr Kollege Gremmels, ich finde das ja schön, was Sie da angesprochen haben. Stichwort, ich soll mal eben eine Umgehungsstraße für Limburg aus dem Ärmel schütteln. Ja, natürlich. Aber wissen Sie, die Gerichtsverfahren laufen jetzt. Wir brauchen jetzt Antworten, wie wir am Grenzwert am Bereich Limburg-Schiede, da steht die Messstation, wie wir es einhalten. Wenn vielleicht in 10 oder 15 Jahren eine Umgehungsstraße kommt, hilft uns das in der jetzigen Situation der Gerichtsverfahren überhaupt nichts. Deswegen ist das wirklich an dieser Stelle wirklich nicht sehr ernsthaft gewesen, was da gesagt wurde. Also, an dieser Stelle geht es um die Frage, wie können wir eigentlich in Zukunft saubere Diesel von sozusagen dreckigeren Dieseln überhaupt unterscheiden. Da gibt es bisher keine Möglichkeit. Weil seit 01.01.2014 ist Euro 6 Pflicht, auch bei Dieseln. Alle diese Fahrzeuge würden die blaue Plakette bekommen. Wir haben aber bisher keine Möglichkeit, die einen von den anderen zu unterscheiden. Und deswegen habe ich mich auf der Verkehrsministerkonferenz dafür eingesetzt, dass der Bund die 35. Bundesemissionsschutzverordnung weiterentwickelt und an dieser Stelle eine blaue Plakette einführt. Das ist ein umstrittenes Mittel, das ist mir völlig klar. Aber die spannende Frage, und die müssen wir alle miteinander beantworten, wenn wir in der Verantwortung sind, ist, was für Anreize haben wir, einerseits auf Flottenerneuerung hinzuwirken und zweitens, was für Möglichkeiten haben wir denn eigentlich, die einen von den anderen Fahrzeugen zu unterscheiden? Das ist das Problem, und die haben wir bisher nicht. Und wenn ich das einmal so sagen darf, wenn am Ende das Verwaltungsgericht Düsseldorf in die Urteilsbegründung schreibt, das sei kein Problem, ein Blick in den Fahrzeugschein würde ja genügen, versuche ich mir das dann praktisch vorzustellen, wie die Stadt Wiesbaden an der Stadtgrenze sicherstellen soll, am Ende dann Zollschranken aufbaut, hunderte Leute hinstellt und sagt, zeigen Sie mal Ihren Fahrzeugschein, um zu gucken, ob da Euro 4 oder Euro 6 steht oder ob es ein Benziner oder ein Diesel ist. Das ist sozusagen keine wirkliche Antwort auf die Probleme, die wir momentan haben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herr Staatsminister, denken Sie an die Redezeit der Fraktion? Ich denke an die Redezeit. Und deswegen will ich noch einmal ausdrücklich sagen, es geht darum, dass wir an dieser Stelle handlungsfähig sind in der Zukunft. Und ich will an dieser Stelle auch noch einmal darauf hinweisen, aus meiner Sicht würden eventuelle Fahrverbote natürlich erst dann verhängt werden können, wenn sie verhältnismäßig sind. Und das bedeutet, dass man es jetzt natürlich auf keinen Fall machen könnte, weil jetzt noch zu wenige Fahrzeuge eine blaue Plakette bekommen würden. Aus unserer Sicht müsste mindestens eine Marktdurchdringung von 80% da sein. Das heißt, 80% der Fahrzeuge müssten Sie haben, bevor man in Anführungszeichen die anderen 20% ausschließen könnte. Aber auch an dieser Stelle ganz ausdrücklich würden wir natürlich wie beim Feinstaub, wenn es eine solche Möglichkeit gäbe, mit Ausnahmegenehmigungen arbeiten. Und das will ich noch einmal ausdrücklich sagen. Wir haben doch bei der Einführung der grünen Plakette, was den Feinstaub angeht, Ausnahmegenehmigungen genau für die Handwerker gegeben, genau für die Leute, die Sie vorgeben, sozusagen an dieser Stelle zu vertreten, weil man an dieser Stelle gesagt hat, es ist wichtig zu sagen, dass wir eine Flottenerneuerung brauchen. Wir müssen aber dafür sorgen, dass man Leute dann, wenn es wirtschaftlich unzumutbar ist, nicht in den Ruin treibt. Es ist ja nicht so, dass es da aus der Vergangenheit keine Erkenntnisse gäbe und auch klare Anregungen, wie man es machen könnte.
Und den letzten Punkt, Frau Präsidentin, der ist mir noch sehr wichtig in dieser Frage. Ich habe das Urteil des Verwaltungsgerichts Düsseldorf angesprochen. Das Land Nordrhein-Westfalen wird wahrscheinlich in Revision gehen. Vielleicht kriegt man dann eine höchstgerichtliche Frage. Aber wenn man sich dieses Urteil durchliest, dann stellt das Gericht fest, dass es nach Auffassung des Gerichts bereits nach geltendem Recht Möglichkeiten zur Anordnung von flächendeckenden Fahrverboten für Dieselfahrzeuge gibt. Ich will an dieser Stelle noch einmal ausdrücklich sagen, wir werden sehen, ob dieses Urteil in der nächsten Instanz Bestand hat. Aber wir haben eine Tendenz in der Rechtsprechung, die sagt, dass die zuständigen Behörden sich im Rahmen der Luftreinhalteplanung differenziert mit der besonderen Schadstoffproblematik von Dieselfahrzeugen auseinandersetzen müssen. Jetzt will ich Ihnen einmal sagen, was würden wir denn machen, wenn ein Gericht am Ende uns sagen würde, dann verhängt doch ein komplettes Dieselfahrtsverbot und uns zu einer solchen Maßnahme zwingen würde, wäre dann eine blaue Plakette nicht das mildere Mittel, damit man sozusagen die sauberen Diesel dann wenigstens noch einfahren lassen kann. Ich würde einmal sagen, liebe Kollegen von der FDP, ein solches flächendeckendes Dieselfahrverbot von einem Gericht angeordnet, das wäre eine Katastrophe für die Handwerker und den Mittelstand. Deswegen an dieser Stelle glaube ich, dass es wichtig ist, dass wir da weiterkommen. Ich will einen allerletzten Punkt sagen, Stichwort Industriepolitik. Ich bin mir sehr sicher, dass die Autoindustrie, weil wir momentan schon erleben, dass die Zulassungszahlen für die Diesel einbrechen, dass die Autoindustrie auch sehr schnell Klarheit will über die Frage, ob sie den Käufern ihrer Neuwagen zusichern kann, dass diese Autos auch in Zukunft noch fahren können. Deswegen bin ich mir sehr sicher, dass wir sehr bald eine ganz andere Debatte bekommen werden über die Frage, ob es nicht auch im Sinne der Industrie und dann auch im Sinne von Handwerk und Mittelstand ist, dass wir an dieser Stelle eine Klarheit bekommen, die bundesweit gilt. Deswegen hoffe ich, dass wir ernsthaft weiter über die Frage sprechen, wie wir einerseits den Sorgen des Mittelstandes, des Handwerks, den Sorgen der Menschen in den Innenstädten und übrigens auch den Interessen der deutschen Automobilindustrie gerecht werden können. Vielen Dank. Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Damit ist auch diese Aktuelle Stunde abgehalten.